Zu einem bestehenden Artikel in Wavi Profi 3 können Sie sehr, sehr einfach Datenblätter hinzufügen, und zwar in Form eines PDFs. Hierzu den Artikel anklicken, dann auf Zusätze gehen und auf Datenblatt. Hier können Sie sagen, ich will etwas manuell hinzufügen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, ein Datenblatt zu einem Artikel einfach zu öffnen bzw. hinzuzufügen. Nun haben Sie hier Datenblatt Struktur Artikeldatei der Pumpe hinzugeordnet und können unter Umständen, wenn der Kunde sagt, hey, ich habe hier meine Bedienungsanleitung verloren, als Beispiel, dann können Sie sagen, kein Problem, gehen Sie im Artikel, gehen auf Go und drücken es dann einfach aus. Berechnen das gegebenenfalls den Kunden oder wie auch immer. So, also das ist total simpel, so können Sie es von der Hand tun. Sie haben aber auch die schöne Möglichkeit, das entferne ich jetzt einfach mal wieder. Sie haben aber auch die schöne Möglichkeit, ein Artikeldokument selbst einzuscannen. Und zwar, die Dokumentenverwaltung ist zwar ein optionales Modul, das im absolut preislichen Rahmen liegt. Und dann können Sie, wenn Sie einen Twain-kompatiblen Scanner haben, also einen Drucker, ein Multifunktionsgerät, das eine Twain-Schnittstelle hat, also das heißt, der scannen kann, können Sie sagen, hier Dokument scannen. Und jetzt greift Wavi Profi 3 direkt auf die Schnittstelle des, der Systemsteuerung von Windows zu und schaut nach, welche Scanner habe ich denn hier eigentlich. Und hier können wir einfach sagen, Test 1, 2, 3, 4, so benennen wir das Dokument. Und das Dokument erhält das Präfix, also den Platzhalter, die Deklaration A9. A steht für Artikel, 9 für die Artikelnummer 9. Und jetzt sage ich einfach mal scannen. So, der Scanner läuft. Wenn der Scan beendet ist, ist Wavi Profi 3 fertig. Und wir können nun auf Beenden und Ausgang klicken. Nun sehen wir zu diesem Artikel jetzt ein Dokument A9 Test 1234 PDF, das wir jetzt ganz einfach öffnen können. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe einfach ein DIN A4 Blatt genommen, habe einfach mal Test 1234 draufgeschrieben und das war's. So können Sie in und mit Wavi Profi 3 sehr, sehr einfach zu einem bestehenden Artikel ein Dokument selbst einscannen. In der Dokumentenverwaltung, das heißt beim Einscannen von Dokumenten, haben Sie auch die Möglichkeit, natürlich mehrere Seiten aneinander zu fügen. Das wird Ihnen zwar separat erklärt in einem anderen Video, aber nur ganz kurz. Sie können natürlich sagen, wie der Scanner funktionieren soll, schwarz-weiß, Graustufen, Farbe und so weiter. Und Sie können sagen, pass mal auf, Duplex und wieder manuell. Das bedeutet im Klartext, wenn Sie mehrere Seiten haben, werden Sie jedes Mal nach dem Einscannen einer Seite gefragt, ob jetzt eine weitere Seite zu diesem bestehenden Scan angefügt oder hinzugefügt werden soll. Im Klartext, wenn Sie 10 Dokumente, also 10 Seiten haben, werden Sie 10-mal gefragt, hey, soll ich jetzt die nächste Seite auch mit hier dranhängen? Denn es könnte ja sein, dass Sie sagen, die Seite nicht, aber die übernächste will ich wieder haben. Somit haben Sie auch eine manuelle Steuerung der eingescannten Seiten. Ja, das ist total simpel, das ist total easy. Und in der Dokumentenverwaltung können Sie es natürlich dann auch hier anzeigen, löschen, umbenennen, mit einem anderen Reader öffnen. Sie können direkt zum Artikel springen. Sie können das an einen einfach per E-Mail weiterschicken. Wenn der Kunde sagt, hey, schick mir mal das bitte, dann können Sie sagen, ja, mache ich, zack, na, Textbausteine übernehmen. Und nun könnten Sie das Dokument einfach per E-Mail an den Kunden schicken und Sie sehen, Outlook hat sich jetzt hier im Hintergrund aufgemacht und hat hier das Dokument schon eingefügt. Zum Schluss ist vielleicht noch sehr, sehr interessant, wo man dann sagt, ja, wo liegt denn jetzt das Dokument? Im Installationsordner Ihres Wavi Profi 3 gibt es einen Ordner Dokumente, dort gibt es einen Ordner Artikel. Und hier sehen wir A-9 Test 1234. Das heißt, hier werden die Dokumente in Form einer Kopie abgelegt, auch wenn Sie sagen, ich füge etwas hinzu, wird es immer, das Original bleibt bestehen und wenn Sie sagen, ich will eine Kopie machen, dann erstellt er, also was heißt, wenn Sie etwas manuell hinzufügen, macht er immer eine Kopie und kopiert es also quasi dann hier in den Dokumente-Artikelordner hinein. So, dass beim Hinzufügen oder beim manuellen Hinzufügen eines Dokuments immer das Original an seiner Position bestehen bleibt. Jetzt könnten Sie natürlich auch noch sagen, ja, warum steht da A9? Ganz einfach, weil wir haben ja zu der Pumpe mit der Artikelnummer 601 etwas, also ein Dokument hinzugefügt. Ja? Deswegen
vielleicht noch ganz kurz zu wissen, es gibt immer eine interne Nummer. Diese interne Nummer ist nicht veränderbar und rein für den internen Gebrauch. Der Vorteil, der Artikel 601 referenziert sich auf die interne Nummer 9 und die Artikel oder Dokumente, die sie verbinden, referenzieren sich auch auf die interne Nummer, so damit sie immer flexibel sind, eventuell eine bestehende Artikelnummer zu verändern, weil sie sagen, die 601 gefällt mir nicht mehr, ich mache jetzt hier die 501 draus, wurscht, ich speichere das Ganze. Ah, jetzt bin ich rausgegangen, blöd. Wo haben wir es gehabt? Hier die 501. Und das Tolle ist es, dass der Artikel, dieser Test 1234 PDF, nun nach wie vor bei dem Artikel 501 da ist, weil er sich ja auf die interne Nummer 9 referenziert und diese sich nie ändert. Ja, das war das mit den Artikeldokumenten, ist eine coole Geschichte. Vor allem ist er hilfreich, ist eine tolle Hilfestellung, wenn Sie sagen, lieber Kunde, da hast du jetzt eine Bedienungsanleitung, drucke ich dir schnell aus, oder wenn Sie irgendwas einscannen müssen zum Artikel. Diese Funktion steht Ihnen natürlich auch für Kundenlieferanten oder Vertreter oder sonstigen Dingen zur Verfügung, ist allerdings ein optionales Modul.